Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen zu Horizon Forbidden West. Es geht hier weiter, wo wir beim Lichtlein, letzten lassen die Macht der Mal Macht hinter aufgehört uns. haben. Wir sind frei. Und wir haben inzwischen Frei auch, zum Erobern. ja, den Feuerbogen endlich gefunden. Das habe ich jetzt auch gecheckt, weil ich nicht gewusst habe, warum ich keine Feuerpfeile habe. Man braucht da jetzt wieder einen extra Bogen. Verstehe ich zwar nicht ganz, warum man die ganze Munition über einen Bogen verschießen kann. Aber ist so. Das ist mein Weg hinein. Ist einfach mal so. Letztes Mal haben wir den Bart. Ja gut, der war eh schon viel zu lange, aber wahrscheinlich dauert es jetzt wieder mal, wie bei der Brutstätte, der nicht mehr allzu lange für dich, glaube ich. Aber Da schauen hat wir die mal. Eklipse sich etwas aufgebaut. Reißen wir es also nieder. Jetzt muss ich hier wieder alles zerstören, oder was? Freunde, ich sag's euch. Das ist die Frage. Der sieht uns hier eh nicht. Den können wir auch versuchen, mal den einen oder anderen Silent zu erledigen. Okay, der hat's nicht bemerkt. Der kniet nur da. Den können wir auch so erledigen. Schaut nur die Kiste an, aber ist gut für uns. Das ist mal grundsätzlich gut für uns. Die Maschinen dürfen uns nicht. Und Meridian ist erst der Anfang. Die bekannte Welt wird erzittern, wenn sich unser Schatten über das Land legt. Gehen wir mal hier außen. Rauch. Das könnte helfen. So, wir können mehrere markieren. Okay, das ist schon mal positiv. Ne, ich will ihn. Okay, haben wir auch. Gut, reicht einmal fürs Erste. Der schaut eh dahin. Gut, den holen wir uns auch so. Sehr schön. Ich habe eine Vierteltonne Metall über mir. Und vielleicht noch drei Rippen. Die Aerosolbombe ist nicht gezündet. Dann sind die Ingenieure tot. Denk daran. Ich muss mich rausschneiden und das wird wehtun. Kann euch diese Herde geben. Aber wie sagt man nur doch? Ich kann euch führen. Sowas macht man am besten selbst. Denn ich bin jetzt mehr als ein Mensch. Ich trage jetzt die Macht des Todes. So, können wir uns von den Typen eigentlich den die Spur anzeigen. Ah, der kommt hier vorbei. Moment. Ja, versuchen hier mal alles hier sneaky zum Erledigen. Schatten im Westen, im Übrigen die Quest. Vielleicht können wir uns hier snacken. Solange es leise geht, machen wir das leise. Bleibt der stehen, dann schaut er vielleicht runter, oder? Ja, jetzt let's go. Wenn Langbeine mit von der Partie sind, wird's immer laut. Fuck, 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 fuck. Hat Alarm, hat Alarm, hat Alarm, hat Alarm. Man kann ja theoretisch mit dieser Rauchbombe auch raus aus der Nummer geraten und wieder sich verstecken. Das ist. Das könnte man vielleicht auch nutzen. So, wo ist er? Männer des Schattens. Blut und Schweiß unserer Sklaven düngen dieses uralte Schlachtfeld. Säure macht hier. Und bald ernten wir unser Schicksal. Okay, das ist.
Egal. Ach, da geht da rauf oder was? Nee, ah, na, da unten ist die Spur. Da geht da unten die komplette Runde. Hm. Kann ich den irgendwo überfallen? Lass ich mal schauen. Gibt's da irgendwo? Ist das der letzte? Haben wir sonst alle schon? Na, wo ist er denn? Das ist ja gar nicht so blöd, der dreht sich auch um. Aber er ist noch nicht auf Alarm gebürstet. Ich sehe hier keinen... Ach du Kacke. Ja, der ist gar nicht so doof wie die Leute. Habe ich den nicht markiert? So, da kann ich von oben, könnte ich das runterlaufen lassen, oder was? Jägerin wird zur Gejagten. Auf dieser Festung errichten wir das Fundament unseres Imperiums. Wir Privilegierten werden über Tausende herrschen. Hat aber irgendwie nicht... Was habe ich für einen Bogen überhaupt? Also ich meine, oder? Schwede, was hält denn der aus? Gut, der lootet auch Gold, also der ist gar nicht so schlecht. Diese Lautsprecher müssten mit einer Stromquelle verbunden sein. Wahrscheinlich in dem großen Gebäude. Ich wette, dass ich ihn dort finde. Vorschauen, haben wir hier was mitnehmen können? Nicht länger lasten die Massen der Karja auf uns. Haben wir noch was? Wir sind frei. Frei zu erobern. Das nehmen wir gerne mit. Eine Kiste. Danke. Noch irgendwas? Nee, passt. Schauen wir mal rein. Hallöchen. Utaro-Gefangene. Ich muss sie befreien. Schnell. Eine Fremde? Wer ist sie? Hilfe! Beruhigt euch doch. Ich werde euch befreien. Okay, das war's. Dank und Segen! Ja, ich bin nicht da. Lass ich mal kurz noch das Looten hier. Oh, nice. Was? War da gerade eine Waffe dabei? Nee. Zeit ist um. Die Kampfroboter sind draußen. Eingabe von Zündsequenz. Alpha. Charlie. Echo. Scheiße! Sicherheitsschalter bleiben aktiv. Für Manuel bleibt keine Zeit. Es ist vorbei. Ich hab versagt. Die bekannte Welt wird lieber Gott, wenn du mich hörst, achte auf mein Mädchen. Okay. So. Durchhalten. Ich hol euch da raus. Ihr seid sicher. Lauft so weit weg, wie ihr könnt. Und was machst du? Hier aufräumen. Allein?
Das ist der Tod! Sicher. Für die Bösen. So schaut sie nämlich aus. Ihr alle. Sind nämlich schon alle tot. Bis ich hier fertig bin. Und jetzt zu Vesrae. So, dann gibt's hier noch was. Außer die Dying-Light-Pilze waren das, oder? Habe ich nicht eine Kiste vorher gesehen, oder habe ich mich da getäuscht? Okay, eine Kammer müssen wir betreten. So. Lustigerweise ist es erst jetzt möglich reinzugehen, nachdem wir hinten die befreit haben, aber ja, okay. Geht halt nicht anders. Oh, wow. Was ist da los? Das ist eine Nebenquest? Ich meistere ihre Macht und sichere unsere Zukunft. Oder du sicherst erstmal euer Versteck. Ah. Die Retterin von Meridian. Wie schön, dass du... Na, dann hätten wir können nicht einfach überraschen, oder? Es ist vorbei. Wohl kaum. Du hast uns aus dem Sonnenreich vertrieben. Aber jetzt rächen wir uns. Der Verwüster wird es nicht leichter machen. Ich muss ihn schnell erledigen. Scheiße, jetzt haben wir einen verballert, oder? Was brauchen wir da zum Herstellen eigentlich? Na gut. Ah, der ist schon geil. Der ist schon richtig geil. Was haben wir da? Moment, was hat denn der? Lassen wir den vielleicht vorher? Hat er irgendeine Schwäche sonst an sich? Ja, nicht wirklich. Ich finde dich. So. Dann nochmals. Fuck. Säure hinterher? Angesicht zu Angesicht. Wo ist er? Was ist denn, wenn man Sniper-Bogen mal probieren? Hä? Okay. Hat anscheinend doch Damage gemacht. Wie gerne sehe ich dich sterben. Dafür musst du dich schon mehr anstrengen. Nicht hiermit. Im Nu werden wir beide tot sein. Brenne Abschaum! Oh, der Stein, habt ihr? Ich meine, das war nur eine Nebenquest. Besser wie so manche Hauptquests bei anderen Spielen. Aber mein Gefühl sagt mir doch, dass das irgendwie trotzdem dazugehört. So indirekt. Geht's dir gut? Ja, ja, das wird wieder. Ich hoffte, dass du diese Schweine verprügelst, aber das ist wunderschön.
Die anderen. Sie sollten doch weg, sind sie... Ihnen geht es gut. Sie sind in Sicherheit. Wir bleiben lieber mal hier, bis wir wieder bei Kräften sind. Ich führe alle zurück nach Rheinklang. Danke, Jeff. Hör zu. Manchmal erwähnte Vesre bei seinem Gebrabbel seine Kameraden. Er meinte, sie sollten bald hier sein. Sind wir sicher? Ich weiß nicht. Aber ich finde es raus. Sieht aus, als ob Vesre hier einige Zeit verbracht hat. Ich schaue mich mal um. Mal sehen, ob da noch mehr Eclipse sind, um die wir uns kümmern müssen. Okay, Nebenquest ist noch immer nicht zu Ende, das ist ja unfassbar. Treue Eclipse, Eclipse. Wenn ihr das seht, wenn ihr das seht, habt ihr das Sonnenreich verlassen. Auf der Suche nach etwas, dem ihr folgen könnt. Eure Reise, endet bald. Folgt der Sonne, der Fahrlicht. Ja. O strahlende Eroberung. Ich hab's nur zweimal aktiviert. Einmal automatisch. Ein neues Imperium. Kommt mir bekannt vor. Geil. Das war dann wohl der letzte. Säurepfeil. Ah, da können wir auch, aber da ist weniger Effektivität. Ah, beim Feuerpfeil dürfen wir nicht die Säure nehmen, den müssen wir da oben nehmen. Der hat da mehr. Okay, kann man das irgendwie wechseln oder? In der Hektik? Ich weiß nicht. In der Hektik. Ah, Feuerstoß. Moment mal. Alter Schwede. Muss ich da R1 drücken oder was? Ah, das ist R1. Okay. Und das ist nur der normale Schuss. Da kann ich 3 auf einmal. Okay, okay, okay. Ich hab's verstanden. Ich könnte meinen Fokus einsetzen. Ja, genau. So. Wir sollen sein Versteck untersuchen. Gehen wir da noch einmal rein. Das nehmen wir mit. Meine Nachricht wartet im Schrecken. Aha. Wenn die anderen noch leben, werden sie sie finden. Und dann kommen sie hierher. Nicht, wenn ich sie zuerst ausschalte. Und das habe ich. Genau. So, spazieren wir da mal rein. Hä? Ach so. Fünf Stämme. Fünf Bomben. Das ist perfekt. Wenn ihre Hauptstädte zerstört sind, haben sie keine andere Wahl, als sich mir zu unterwerfen. Eins muss man Vesre lassen. Er hatte große Träume. Das ist alles, was ich wissen muss. Ah. Ich sollte mit Jeff reden. Ihm sagen, was ich gefunden habe. Jeff, ich komme. Und, was gibt's? Vesres Kameraden sind tot. Die Eclipse stellen keine Gefahr mehr für die Utaro dar. Und auch nicht für den Rest der Welt. Nun denn. Ich wüsste zwar nicht, was ein durrer Plünderer wie ich für jemanden wie dich tun kann, aber... Komm nach Rheinklang, wenn du je einen Gefallen brauchst. Bis bald, hoffe ich. Ich habe den Westen abgeschlossen, den Schrecken gerettet. Sehr schön. Wunderbar, Freunde. Wunderbar. Gut, das da unten mit dieser Waffe haben wir jetzt auch kapiert. Da müssen wir dann R1 drücken. Ach so, und für die Special-Dinger muss ich immer R1. Aber das muss man noch irgendwo freischalten. Okay. Ich bin ja ganz schlau. Da haben wir noch nichts freigeschalten. Was haben wir beim Feuerding? Da haben wir auch noch kein Special. Hier auch nicht, aber hier diesen Feuerstoß, okay. Mutstoß R1 aktivieren, das funktioniert auch nicht immer, oder? Das checke ich auch nicht ganz, diesen Mutstoß, der wäre ein bisschen schwereren Geräten, schwereren Tieren doch gar nicht einmal so verkehrt.
So, hier sind wir ja an und für sich durch. Oder? Warum ist das nicht grün? Schattenspitze. So, bevor wir zum Ende kommen, muss ich da noch irgendwas? Vorratslager. Das haben wir doch geklärt, ein und an und für sich. Warum ist das nicht grün? Muss ich da noch irgendwo eine Fahne aufziehen oder irgendwas noch? Hm. Ja, war eine interessante Nebenquest. Nächstes Mal werden wir wieder... Wo war denn diese Kiste jetzt? Was haben wir hier? Achso, den haben wir schon. Und da war jetzt noch irgendwo eine Kiste, oder? Wieso haben wir das? Ah, das ist draußen. Fuck. Egal. Wieso haben wir diese... Wieso haben wir das noch nicht geklärt? Das, warum ist das nicht grün? Oder kommt das noch? Oder muss... Ne, das muss ich nicht noch einmal da machen, oder? Extern. Das war eine Nebenmission, aber wieso? Das, vielleicht wird es automatisch grün und ich schaue jetzt umsonst herum. Ich wüsste jetzt momentan nicht. Was wir noch tun müssten. Okay. Achso, vielleicht müssen wir gar nicht. Ups. Ja, genau. Egal. Man kann auch nichts aktivieren, oder? Hm. Komisch. Haben wir irgendwo... Ne, ich sehe hier keinen... Da unten haben wir... Wo ist das Feuer? Ah, richtig, richtig, leicht rechts. Das ist ein Panzer. Panzer, ich begrüße Sie. Ist da was drin? Ne. Oder ein Artilleriepanzer? Boah, aber nice, oder? Genau wie das Tier hier den Panzer angreift, ist das irgendwie eingefroren. Das Feuer. So, wir können aber ruhiger mal ein paar Hölzer wieder mitnehmen, dass wir da auf jeden Fall nicht so wenig haben, aber ich glaube, das sollte passen. So, hier mal speichern. Das ist noch immer nicht grün. Das ist ja merkwürdig. Sollte man ja eigentlich geklärt haben. Also das ist merkwürdig. Gut, Freunde. Ich würde sagen, wir machen aber da Schluss jetzt mit dem Bart. Und das nächste Mal machen wir weiter. Schauen wir mal kurz. Quest. Ja, Stufe 15. Das passt perfekt. Hauptquest. Lass mich mal kurz schauen. Was haben wir da für eine Nebenquest? Stufe 15. Die brennenden Blüten. Begib dich zum westlichen Kamm. Das ist ja auch nicht mehr so weit, oder? Aber haben wir das noch nicht entdeckt? Moment mal kurz.
Das könnte man ja sonst easy mitmachen. Unbekannt. Fuck. So ist das, da laufen wir schnell hin. Beziehungsweise... Ach, da ist sie wieder! Okay, außerdem wollte ich ein anderes Reittier, oder? Ach, fuck. Ja, komm. Wisst ihr noch vom letzten Part? Du meintest, Amadis verlor in der Schlacht jemand Geliebten. Dann machen wir das noch fertig jetzt. Glaubst du, die Tenakten haben stattdessen diese Person gefangen? In der Fäulnis? Ich weiß nicht. Vielleicht? Der Hügel da vorne. Wir sind ja zufällig in eine andere Mission reingeraten, deswegen... Ein Panzerschnacker. Er hat uns noch nicht gesehen. Wir können es benutzen. Habicht und Drossel. Wie in alten Zeiten. Okay, Freunde, wir werden aber jetzt trotzdem... Okay, ich glaube, wir müssen nochmal irgendwas abgeben. Was sagt die Zeit überhaupt? Generell haben wir gesagt... Ach, 26 Schüler. Ja gut, okay. Dann machen wir das nächste Mal. Ich würde ihn noch kurz scannen. Panzerschnapper. Sprengstoff. Zünder. Schwachstelle ist einfach... Aber dieser... Auto müssen wir auch noch herstellen. Wie ist denn der leise Bogen, oder? Der Flüsterer, der bekommt doch einen Bonus. 15. Dann hat er mal 28. Was hat der? 50 auf den, glaube ich. Gut, Freunde. Das machen wir das nächste Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hat vielleicht Spaß gemacht, aber die Zeit vergeht ja so schnell, das ist unfassbar. Aber wir haben schon wieder ein halbes Stündchen. Gut, nächstes Mal machen wir hier weiter und dann schauen wir auch, dass wir Richtung Hauptquest langsam wieder kommen. Also, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.